Hallo und so und schön, dass du dabei bist. Wir spielen mal wieder ein bisschen PvP, weil ich gerade keine Ahnung, warum ich das eigentlich spiele. Ich muss mal kurz noch mich ein bisschen runterfahren und das Mikro. Ups, ich habe mich gemutet. Nee, doch nicht. Mein Mikro ein bisschen hier hinstellen, so. Und tja, da bin ich wieder. Nach ein bisschen lauter vielleicht. So, jetzt höre ich mich doppelt. Ich muss kurz Kopfhörer aufsetzen. Ich habe heute alles mal wieder richtig verkackt. Danke, ich mag mich auch. Lass mich nur kurz Kopfhörer. So. Da muss ich noch in Minecraft F3T drücken und dann sollten wir auch fertig sein. So, ich habe ein bisschen was an meinem Setup geändert. Nichts, was jetzt irgendwie euch was bringen sollte, aber mir halt. Und zwar, damit ich lauter rede, habe ich jetzt meine Kopfhörer von meinem Mikro getrennt. Ich habe es nämlich mir vorher mal so gemacht, dass ich es mir so angepasst habe. Oh lol. Fuck. You don't fuck with me, bruh. Wer durchrushen will, stirbt. Naja, weil ich ja vorher mir immer so mit meinem Mikro die Lautstärke von mir selber sozusagen anpassen konnte, habe ich wahrscheinlich ein bisschen leise teilweise geredet und das sollte damit gefixt. Warum? Jedes Mal, wenn ich mir jemanden ranhole, also ich habe gerade eben hier jemanden in 8x1 getroffen, Mafi 04, und jedes Mal, wenn ich mir jemanden dafür ranhole, der holt uns beide, oder ich gebe ihm einfach die Todescombo auf The Death, hat sie nicht. Er hat uns beide geholt, wie ich gesagt habe. Er soll schon 0,5 Herzen haben. Was? Wie schnell regenerierst du, Junge? So, ich habe hier eine Treppe gebaut. Ich habe nur vor halt diese eine 8x1 Runde mit der Mafi gehabt. Ach komm. Ja, komm. Bring mich um. Los, bring mich um. Wow. Und dann spannst du nicht mal deinen Bogen voll auf. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ich liebe es, mich aufzuregen und deshalb spiele ich Bed Wars ETC. Warum ich das mag, weiß ich nicht. Ist vielleicht ein Fetisch. So. Ich habe immer noch kein... Alles klar. Geh mal weg. Hä, bin ich das? Als ob, Digga. Als ob. Not smart if you bought this up. Bitte. Och, komm. Ich wollte, dass er gegen den Baum fliegt und dann runter. Hat nicht geklappt. So. Ich hoffe... Man sollte mich hören. Man sollte mich auf jeden Fall hören. Wenn nicht, muss ich halt nochmal neu aufnehmen. Das hier gefällt mir irgendwie nicht. Weg damit. Mindestens zwei davon. Die chillt dann noch. Das Eisen will ich. Ich glaube, ich habe es runtergeschmissen. Ach, come on. Warum? Die rushen alle. Und zwar nur auf mein Team. Es sind noch anderen drei Teams da. Na komm, Arin. Wie fühlt es sich so an? Alles klar. Hack dich wieder zurück. Nein, Spaß. Aber das sah strange aus. Ja, jetzt bauen wir ein bisschen mit der Hand Blöcke ab. Wie lucky darf denn ein Mensch sein? Ganz ehrlich, wie kann es denn sein, dass der das überlebt? Wie kann es sein? Team Gelb und Rot kommt die ganze Zeit nur zu uns. Untereinander greifen sie sich nicht an und Lila kommt auch nicht in Frage anzugreifen anscheinend für die. Jetzt komm mal her. Ich zeig dir, wie PvP funktioniert. So nämlich. Du wählst einfach runter und fertig. Zumindest wenn du gegen mich spielst. Dann ist nämlich aus dem Aus. So. Bin wieder ein bisschen überheblich, wie immer, wenn ich Bed Wars spiele. In der Zeit, wo ich jetzt, ich habe
was weiß ich, gefühlte 10 Jahre kein Bed Wars gespielt, ne? Und ich glaube, bevor ich aufgehört habe, war ich auf Platz 700 oder so und jetzt bin ich auf Platz 1800. Gut, das ist quite der Unterschied. Aber es ist jetzt... Ach, come on. Oh, fuck. Also richtig aus Reflex, Hotkey gedrückt. Wir sehen uns in der zweiten Runde wieder. So, klassisches Selbst-Knockout. Der Typ, mit dem ich gerade in die Party gegangen bin, der ist dann in eine 8x4 Runde oder 4x8 Runde gegangen und das passt mir nicht so in den Kram. Hab gesagt, such bitte eine kleinere Runde aus. Er war aber schon in Game. Ich bin natürlich voll gelieft. Ja, und deshalb spiele ich jetzt 8x1. Ist interessant, oder? Wie ich es jedes Mal schaffe, meine Mates zu verlieren. Erst Titus, dann Ken. Okay, der war nie wirklich ein Mate in Minecraft zumindest. Aber trotzdem. Jedes Mal, wenn ich jemanden finde, mit dem ich irgendwie aufnehmen kann. Jetzt ist sie off. Oder S. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch eine Anspielung an eine Mafia. War das gerade ein Name oder bin ich behindert? Ich glaube, ich bin behindert einfach nur. Ja, ich bin behindert. Definitiv. Ist aber auch gut. Es hätte sogar echt ein Name sein können, so wie der sich hier hochgebaut hat, der Frechdachs. Komm mal her, du Geiler. Oh, ja. Oh, stirb. Oi, oi, oi. Ei, 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 ei. Uiuiuiui. Oh, geil. Bitte nicht liften. Liefst du? Nein. Schön. So habe ich das gerne. Gut. Das war ein komisches Pre-Intro. Scheiße. Gut, gehen wir zu Blau. Nein, Blau ist schon tot. Egal, wir gehen trotzdem zu Blau. Ich mag halt anscheinend tote Menschen. Ich kann nicht igeln. Verlernt. Muss ich aber auch nicht können, oder? Nö, komm. Der German Let's Play, der Manuel, der kann das auch nicht. Und dann muss ich das auch nicht können. Der gewinnt auch immer. Fast. Wie? So. Team Rot kriegt jetzt auf die Fresse. Nein! Was? Das war doch niemals ein Knockback-Stick. Ah ja, komm. Ich komme direkt wieder, weißt du? Und zwar mit viel besserem Equipment. Freust du dich schon? Ja, ich hoffe doch mal, oder? Aber scheiße. Hä, warum denke ich denn die ganze Zeit, da wäre ein Name? Das ist einfach irgendwie so ein... Okay, der baut sich hoffentlich nicht mal zu mir rüber. Könnte er nämlich ziemlich einfach machen. Wo ist denn der Rote? Baut er sich jetzt weiter oder ist er doch auf dem Weg zu mir? Er ist auf dem Weg zu mir. Ich glaube, er ist nämlich in der blauen Basis. Ja. Definitely. Ich mache mal keine Geräusche. Also in Minecraft natürlich. Ich warte darauf, dass er rauskommt einfach. Wie lange shoppt er denn? Ich hätte ihn schon lange töten können. Oh, oh, oh! Geil! Was denken bloß wieder die Nachbarn von mir? Egal. Hab die schon mal belästigt im Livestream. Huiuiui, der war um 3 Uhr nachts, habe ich in die Nachbarschaft vollgeschrien. Das war lustig. Aber war das lustig da? Oh, fuck. Aber das kostet einen oftmals den Sieg. Alter, wo ist denn das scheiß Bett bei dir? Du fliegst erstmal noch eine Runde. Ah, hier! Ja, das ist natürlich schön, dass du mir das gesagt hast. Dankeschön, aber... So. Ich bin Team Gelb. I'm fine with that. I must say. Warum rede ich schon wieder Englisch? Ich spast. Och komm, ich wusste. Lol. Er ist gestorben. Okay, das heißt, hier steht keiner irgendwo im Bogen rum. Aber das.
Hä, ich hatte es schon mal abgesprochen. Es ist einfach angesprochen. Es ist einfach nur Pussy. Man wartet, erwartet, bis ich zu jemand anderen gehe. Offensichtlich. Kennst du Speak of the Devil? Das ist ein Spruch. Oh fuck. Ich war doch gerade erst dabei, mir die Basis zu bauen. Ja, ich bin tot, komplett. Fällt mir früh auf. Oh shit, das hätte ich dann anders angehen müssen. Wie viel Minuten? Ich kann jetzt, glaube ich, nicht raustappen. War natürlich schlau. Ich mache einfach noch einen und schneide es vielleicht mal wieder zusammen. Da ist eine Runde. So, und dann sind wir auf einer neuen Map. Die heißt Mini Island. Ja. Ja. So heißt. Da oben ist das Bett. Das ist eine Rush-Map, würde ich behaupten. Oh, dann brauchen wir nur Blöcke. Und ganz vielleicht eine Spitzhacke, aber ich würde mein Bett hier nicht unbedingt wirklich einbauen. Ich glaube, Igeln können, sollte man hier mal. So. Was? Wieso überlebt er sowas? Fick dich. Geh weg. Ja, was war das denn? Ey, er wäre schon. Wäre mit mir hier runtergefallen, wäre vielleicht schon. Komm. Alter. Das ist immer ein Kampf mit den Nerven. Ich glaube, die Runde wird nicht so lang. Aber warum hat er das überlebt? Ich nehme ihn Suizid mit und er denkt sich einfach, Knockback kenne ich nicht, oder was? Bild ab. Ich muss ja eh nicht mehr um mein Bett fürchten. Ich für meinen Teil tue immer das, was der Gegner am wenigsten erwartet. Und das ist einfach hinterherjumpen. Und es ist lustig, aber es funktioniert halt echt schon verdammt oft. Und es ist nicht so, als würde ich einfach nur behindert hinterherjumpen und sagen, ja, das hat jetzt zum Glück aber geklappt. Sondern ich mache das wirklich mit Bedacht. Ich denke mir, der Typ wird niemals darauf kommen, dass ich jetzt einfach so hinterher jumpe. Er wird sich denken, gut, ich kopiere einfach ihn. Ich sehe, er hat irgendwas gefailt, zum Beispiel, oder er sieht, ich hab mich hochgebaut, ich brauche eh wieder Zeit, bis ich unten bin oder so. Und in der Zeit kann ich halt irgendwie zu meinem Bett gehen, es einbauen oder mich schon mal vorbereiten darauf, so wie ich das gerade eben gemacht habe. Und genau das mache ich halt nicht, beziehungsweise ich nehme mir halt nicht die Zeit, wieder runterzukommen und halt mir diese 7 Herz oder so, die ich da gerade echt verloren habe, zu behalten, sondern ich gehe einfach hinterher und denke mir, ja, das ist eigentlich die schlauere Taktik, weil hätte er sich da jetzt positioniert, hätte er definitiv die bessere Position gehabt, um mich runterzustupsen. Und ich wette, ich werde hier gleich von einem Bogen runtergeschossen. Wenn das der Fall sein sollte, dann ist das der Fall? Speak of the Devil? Hallo? Ah, das Sprichwort hat mich nicht ein... Oh, lol. Doch, Speak of the Devil. Scheiße. In meinem Keller liegt eine Leiche. Ich bin's gewesen, doch ich will es nicht mehr... Nee, warte, das geht anders. Bitte nicht Copyrights tragen. Ich will, dass er nur eine Eingangsmöglichkeit hat, die ich nicht bemerken würde. Richtig was. Nee, warte, die ich als einziges... Ach, keine Ahnung, ich baue alles zu und warte auf Sounds. Warum ich das jetzt so zugebaut habe, keine Ahnung, das war Zufall. Wo ist denn der jetzt? Der muss ja eigentlich gegen mich kämpfen, wenn er ans Gold ran möchte. Ich kann hier ein bisschen bleiben. Ich habe sehr gutes Equipment, glaube ich. Ich habe das Beste, glaube ich, was man für Eisen haben kann. 3D-Kopfhörer sagen mir, er ist hier. Oh ja, er ist da. Und er gammelt da einfach rum und spammt mit seinem Bogen. Vergiss es, ich habe alle Seiten zugebaut. Was?
0,5 Herzen. Naja, gut. Haben wir heute nichts gewonnen, weil ich scheiße bin? Ich weiß, danke, ihr braucht mir nicht sagen. Richtige Scheiße, Enten-Style. Warte. Jeden anzeigen. Endercrafter, Entkenste. Ernsthaft? Und deshalb schreibt... Nee, da will ich nie wieder jemanden hier sehen. Ja, keine Ahnung. Wir haben nichts gewonnen, weil ich scheiße bin. Da wäre ich gerade stehen geblieben. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss.